Ich begrüße euch mal wieder zurück zu Super Mario 64 DS, während Luigi gerade am Schlafen war. Wir haben Bob und Battlefield durch. Okay, das ist jetzt sehr überraschend. Ich habe was anderes erwartet. Nämlich das Gegenteil, dass wir nicht alle Sterne haben. Was machen wir als nächstes? Ich würde sagen, die Eiswelt, ne? Ist ja gerade so ein bisschen wärmer. Ein bisschen was zum Abkühlen können wir mal gebrauchen. Gerade wenn es eine Eiswelt ist. Ist das, denke ich mal, schon sehr angenehm. Das erinnert mich an diese Folge. Ach komm, hier brauchen wir Yoshi. Wir können Wario holen und dann den Schalter drücken. Das wäre eine Möglichkeit. Ja komm, machen wir das mal. Brauchen aber Yoshi für die 100 Münzen und für die roten Münzen. Nein, ich wollte da hoch. Also nicht hier runter, sondern da hinten hin. Ich weiß nicht, wenn es so warm ist und man dann irgendwie so eine Eiswelt vor sich hat. Da muss ich immer an diese eine Folge von, wie hieß denn die Folge? Wie hieß die Serie? Hier, Disneys große Pause denken. Wo es halt auch einmal so richtig glühend warm war und, ja, Gus denkt sich dann einfach nur so, ja, ich denke einfach an was Kühles. An einen, Schneeurlaub. Ja, natürlich. Okay, das war kein Urlaub. Ich glaube, war das ein Urlaub? Ich weiß es nicht mehr so. So, das zerstören, damit wir hier gleich einen Stern rauskriegen. Und als nächstes würde ich ganz gerne wieder zu Mario wechseln. Zu Luigi wechseln. Das Gute bei Luigi ist halt auch, dass er so lustig paddeln kann. Also quasi wie Yoshi, nur halt, es ist halt eher so ein Gleiten. Also das ist quasi noch nützlicher. So, dann einmal hier auf die Plattform. Dann haben wir auch den Stern. Die Frage ist, wie viele fehlen? Okay, 100 Münzen. Rote Münzen, das sind 2. Dann kommen wir auf 6 Sterne und dann halt mit dem. Ey, komm, das ist doch Beschiss! Komm ab. Yes, genau das wollte ich. Ich weiß nicht, was passiert. Ich muss eigentlich auf die Karte achten. Es war einfach so scheiße. Es war einfach. Was war das? Es war nur Scheißglück. Ich kann das nicht anders betiteln. Wir waren quasi schon unter der Map. Man konnte hinter die Polygone schauen. Boah, ey. Aber auch hier wieder. Er hatte halt einfach Momente in die ganz falsche Richtung gewählt. Ich habe ihn in eine ganz andere Richtung gedrückt. Oder, beziehungsweise ich wollte einfach so eine Art lineare Geschwindigkeit. Also ich wollte in eine Richtung. So, dankeschön. Ich wollte so gleichmäßig in eine Richtung fliegen, ne? Wenn ich 2 Tasten gleichzeitig drücke, erwarte ich auch so dieses Zwischending dazwischen. Und nicht, dass der eine Seite extrem wählt. Ich weiß nicht. Er hat halt die Steuerung halt, ne? Ist halt so. Kein Analogstick und so weiter und so fort. Es fehlt trotzdem noch ein Stern, den wir jetzt nicht machen können, weil wir dazu Yoshi brauchen. Holen wir ihn mal. Rufen wir unseren besten Freund Yoshi. Rufus. Ja, keine Ahnung. Rufus. Brutus. Pluto, der Rhinoxen, hat uns zu einer Seeschlacht herausgefordert. Ich weiß nicht, unser Wasserboot gegen sein nukleares Hai-U-Boot. Ich weiß auch nicht. Diese Otter, die haben sie nicht mehr alle. Aber ich bin auch echt gespannt, wie sie in der Reignited Trilogy aussehen. Wahrscheinlich sehr cartoony. Genau, Rutschparty um 8 Münzen. Und wir werden zuallererst die Rutsche machen. Das sagt eigentlich der Name schon richtig, obwohl der Titel für die roten Münzen in dem Fall falsch ist. Also, hallo, halt dich fest. Er hält sich nicht fest. Er hält sich nicht fest. Sure, Alter, er hat sich nicht festgehalten. Machen wir mal den. Und reden hoffentlich nicht mit dem Pinguin. Genau, ich wollte nämlich hier die blaue Münze haben. So gut es geht. Ja, die Platzierung der Münzen ist auch ein bisschen anders. Jetzt vorsichtig. Yeah, wundervoll. So viele schon mal wie möglich mitnehmen. So viele wie möglich. Ja, allein hier auf der Rutsche sind halt sehr viele Münzen und
Der 100-Münzstern sollte dementsprechend auch nicht schwer sein. Also hier glaube ich auch nicht, dass irgendjemand Probleme kriegen würde. Die roten Münzen sind schon kniffliger, aber... Ja, der ganze Rest, ich meine, guck, schon fast 80 Münzen. Und ich bin wieder so am Nuscheln, dass mich niemand versteht. Das war gerade echt einfach nur Glück, ne, mit dem Wind. Oh, hier ist auch die Eule. Ja, komm. Interessiert mich einen feuchten Furz? Kann Yoshi die Eule essen? Wahrscheinlich nicht, ne? Schmeckt die denn gut? Wie beim Chinesen. Was wollte ich denn noch sagen? Vor allem, das war ja so zweimal mit diesem Aufwind. Dass man das Gefühl hatte, jetzt ist alles aus. Ach. Beim ersten Mal hatte ich noch die Hoffnung, dass ich den Aufwind erwische. Beim zweiten Mal habe ich es schon abgestempelt, als das klappt nicht mehr, weil ich schon so tief war, dass ich unter der Map war. Also das... Es ist halt totales Glück. Bestimmt 2 Zentimeter tiefer und Yoshi wäre Geschichte gewesen. Luigi in dem Fall. Da haben wir noch mit Luigi gespielt. So, wir brauchen das Feuer und dann können wir hier ein bisschen was anzünden. Hier war im Original keine rote Münze. Da bin ich mal gespannt, welche rote Münze dafür rausgenommen wurde. Yoshi kann aber nicht ewig die Flamme bei sich behalten. Ich würde jetzt noch ganz gerne hier runter, weil da ist auch nochmal eine rote. Okay, hier ist sogar noch eine extra Flamme dafür. So, dann vielleicht mal hier ums Eck gehen und sich mal eben die blauen Münzen gönnen. Die sind nämlich auch nochmal frei Haus. Ach, wo gehe ich denn hin? Die waren schon immer hier und die werden auch immer hier sein. Sind ja auch nicht so viele. Ah, richtig, richtig, richtig. Okay, ich will nicht hier auf dieser Rutsche den 100-Münzstern kriegen. Schon so ein bisschen gediegener. Ich will einfach nicht dran vorbeifliegen. Und ausrutschen und sterben. Durch Nasenbruch. Weil Yoshi hat so eine fette Nase, ne? Und wenn der mal auf die Nase fällt, dann kann so ein Nasenbruch auch sehr schwere Folgen haben. Bis zum Tode kann es führen, ja. Es klingt hart, ist aber die Wahrheit. Und ist hier noch eine rote? Ich hoffe es. Ich glaube, die wurde rausgenommen. Und nee, die wurde nicht rausgenommen. Okay, aber warum? Ich muss gerade mal ein bisschen aufpassen. Da müsste eigentlich noch eine auf der Brücke sein, oder? Hä, aber wo waren denn hier rote Münzen, die... Ach, direkt oben am Baum war eine, ne? Ich glaube, die wurde rausgenommen. Die wurde mit dem ersten im Block... Genau, der... Statt eine rote Münze auf dem Baum zu platzieren, am Anfangsbaum, hat man sie einfach in einem Eisblock versteckt. Das ist auch interessant, okay. Und ein bisschen weiter höher, aber das ist eigentlich kein Unterschied gewesen. Bleib oben. Und ich habe den 100-Münzstern nicht. Wundervoll. Ach doch, den habe ich gerade. Idiot, ey. Ja, so warm ist es schon, ne? Dass ich gar nicht mehr den Überblick habe. Ach du Scheiße. Okay, nochmal rein. Jetzt einfach an was Cooles, an was Kühles denken und dann klappt's auch schon. Ein Schneemann ganz kopflos. Aber ansonsten sind die roten Münzen gleich platziert. Weil im Original war hier eine rote Münze. Genau über dem Baum. Das ist ganz nett. Ist keine wichtige Änderung, aber... So. Für den Notfall. Man muss ja immer Eier haben, ne Yoshi? Ich fühle mich so kopflos. Du kennst nicht zufällig jemanden, der einen fast neuen Körper gebrauchen kann? Ich folge dir, wenn du jemanden kennst. Ach so, ich gebe dir zwar keine Antwort, aber du fährst mir hinterher. Das ist nämlich der Sinn dahinter. Boah, ein bisschen schneller, Yoshi, ja? Weil gleich kommt die Kugel an. Kannst du dich drehen? Alter. Ich hoffe, der folgt mir auch. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts... Alter, kannst du dich bewegen? Nee, also ganz ehrlich, die N64-Version hat eine bessere Steuerung. Ich verstehe nicht, was die Leute immer wieder haben damit. Der ist mir nicht gefolgt, oder? War ja auch zu leicht, um wahr zu sein. Okay, mal gucken, ob Folgendes funktioniert.
Natürlich funktioniert es nicht. Und Glück haben wir in dem Fall auch nicht. Ich wollte es mal ausprobieren. Weil das war halt die Taktik, mit der man den Pinguin eigentlich zu seiner Mutter gebracht hat. In dem N64-Teil. Schneemann ganz kopflos. Okay, ich muss den nochmal ansprechen, oder wie habe ich das zu verstehen? Ich muss wahrscheinlich erstmal den unteren ansprechen, oder? Ach komm, wie beschissen ist denn das? Warte mal, ich achte jetzt erstmal drauf. Folgt er mir nicht? Ach, jetzt beginnt er, okay. Aber dann komm auch runter, ja? Beziehungsweise erst natürlich Yoshi. Das sieht schon besser aus als vorher. Okay, ich höre auch den Schneemann. Den Verbeulten, den Kopflosen. So, wundervoll. Also der dürfte jetzt sehr schön einparken. Da kommt irgendwas an. Das sieht man an den Partikeln und das war's. Okay, wundervoll. Sag an. Komm jetzt, Yoshi, nicht in die Klippe springen, okay? Nicht wie die Lemminge. So. Perfekt, was für ein schöner neuer Körper. Hier, das ist ein Geschenk für dich. Es soll dein Herz erwärmen. Ich komme gleich mit einem Föhn an, dann erwärme ich dein Herz. Fang aber mit dem Inneren an, ne? Das ist sehr wichtig bei einem Schneemann. So, und wir haben fast die Hälfte der Sterne, was wundervoll ist. Das deutet ja schon mal an, dass das Projekt nicht allzu lange dauert. Und das waren alle Sterne in Bibberberg Bob. Wundervoll. Also wir sind wirklich extrem gut dabei, hier ein bisschen Backtracking zu betreiben. Ich wäre jetzt noch dafür, vielleicht Jolly Roger Bay zu Ende zu bringen. Das wäre nämlich auch nochmal eine Sache, die sehr auffällig ist. Aber auch hier fehlt noch der 100-Münzstern. Warte mal, brauche ich nicht irgendwie... Das ist nicht toll. Habe ich vielleicht eine Mütze? Das ist alles unter Wasser. Shit. Okay, machen wir jetzt einen auf Ernst. Das Ding ist, wir brauchen jetzt einen Charakter, der einen Block zerschlagen kann. Ergo Mario. Damit wir blaue Münzen kriegen, die doch ein bisschen knifflig platziert sind. Ja, wir werden das gleich mit den blauen Münzen ausprobieren. Die sind nämlich nicht mehr so leicht in der Höhle platziert. Wie im N64-Teil, sondern... Ja. Die spawnen jetzt überm Wasser. Man muss einen Koopa-Panzer nutzen, um sie einzusammeln. Eigentlich eine nette Idee, nur halt, dass ich Mario brauche, ist so... Ach, Zeitverschwendung. Gibt's nicht eine schnellere Version? Ach, wisst ihr was? Ich halte jetzt einfach die Schwimmtaste gedrückt. Ich habe keinen Bock, immer X zu drücken. Also immer B zu drücken. Hat er gerade einen anderen Sound gemacht, der Aal? Boah, ich finde den so widerlich, ganz ehrlich. Als Kind hat er mich total abgefuckt und jetzt macht er das wieder. Mit seinen... Ganz ehrlich. Kann mir keiner sagen, dass das nicht der absolute Horror ist, wenn man das Spiel als Kind gespielt hat. Das ist... Nee, das ist kein Vergleich. Ach komm. Ich wollte halt nicht zu nah an die Muschel ran. Machen wir erst das Wichtige, okay? So. Einmal raus. Wir müssen nämlich erstmal den Schalter drücken. Aber ich drehe schon mal die Kamera so, dass ich das sehen kann, was ich brauche. Ja, fuck off. Kann ich ja riechen, an welcher Position, die scheiße ist. Okay, wir haben alle gesammelt. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. This is perfectly fine. So, hier war noch eine rote. Ja, dann kann uns Mario jetzt an der Stelle auch mal. Ja, aber eigentlich müsste Yoshi die Fähigkeit haben, direkt die ganzen Charaktere von Anfang an auszuwählen. So, und wir müssen auch nicht mehr so tief in die Höhle rein. Wir haben schon 70 Münzen.
Da ist noch eine rote. 15 sind noch auf Deck. Also sind noch auf diesen Planken. Dann haben wir auf jeden Fall noch 8 Münzen durch die roten Münzen. Hier haben wir noch ein bisschen was. Okay, wir müssen vielleicht doch noch in die Höhle rein. 25 fehlen noch. Hier ist noch ein bisschen was. Ah, das könnte auch klappen. Also ohne in die Höhle reingehen zu müssen. So, jetzt fehlen 17 und 17 finden wir noch. Das ist sehr passend. Sehr wundervoll. Das ist magisch. Das habe ich lange nicht mehr gesagt. So. Ab mit dir nach oben. Komm schon, beweg dich ein bisschen schneller. Du tauchst mir ein bisschen zu langsam. Ach. Ich mag die Musik. Die ist ja wenigstens sehr idyllisch. Ach, guck mal, hier sind ja auch nochmal 5. Okay, das reicht auf jeden Fall. Hopp, hopp. Wobei, das sah erst wie 6. Ja, das sind aber 5. Ach, wir haben sowieso genug. Da drüben sind noch 10. 15. Vorsichtig. Und dann gibt es da noch 6 durch die roten Münzen. Gut. Also den kann man uns schon mal nicht nehmen. Die roten Münzen in dem Level sind halt auch richtig einfach. Das größte Problem sind halt immer die 100 Münzen gewesen. Wobei das in der Version, also das ist ja auch eher lachhaft. Wow. Ganz knapp. Nein, ich wollte da hoch. So. Also das hat man schon deutlich vereinfacht. Klar, die blauen Münzen sind nicht so leicht zu holen, vor allem blind, weil das überrascht einen dann doch schon, dass die blauen Münzen einfach auf dem Wasser erscheinen, ne? Dann stellt man sich vielleicht auch erstmal die Frage, wie soll ich da drankommen? Allerdings, wenn man alle blauen Münzen sammelt, dann ist das Level von den Münzen halt her echt kein Problem. Es gibt noch 8 weitere Münzen in der Höhle. Wir haben auf den Docks jetzt ein bisschen was ausgelassen, haben sogar ein bisschen Überschuss, 6 Münzen, also das ist deutlich mehr als im Original. Da hat man wirklich am Hungertuch genagt. Im Original. Kann Yoshi jetzt bitte Wario auswählen? Wario, hier. Da müssen wir nämlich nicht erstmal die Kappe finden, sondern starten direkt mit der Kappe im Level. Allerdings will ich nicht die hier nehmen, sondern die etwas weiter hinter liegt. Los, Wario! Schwimm um dein Leben! Weil ein riesiger Aal dieses Gebiet beherbergt und dich sonst fressen wird. Und wenn das passiert, bist du ganz schnell in einer Pinocchio-Situation, in der du ein Feuer machen musst. Aber dafür hast du nicht genug Holz und deswegen wirst du verdaut und deswegen bist du ein Stück Scheiße. Also wirst du ein Stück Scheiße sein, aber das bist du jetzt schon. Das ist ein netter Vergleich, wenn man es mit anderen Charakteren vergleicht. Hier konnte man auch ganz komische Sachen machen. Wenn das Schiff... Man konnte auf den Grund dieses Sees laufen. Auch ohne Metallkappe. Da gab es einen Glitch, ich weiß noch. Da musste man irgendwie zu Mario werden oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht mehr. Das war sehr toll. Unnötig, aber toll. Und jetzt haben wir auch Dia-Dia-Docks geschafft, ne? Ach, Jolly Roger Bay, tut mir leid. Es ist zu warm, ja, das kann ich mir nicht merken. So, ganz offensichtliche, einfache Sachen. Okidoki, mit Yoshi können wir Big Boos Burg nicht betreten. Damit haben wir die Lobby schon mal komplettiert. Das ist ein Vorteil. Wählen wir eigentlich Mario. Mario ist so der Allrounder, mit dem kann man auch Wandsprünge machen, also es spricht schon mal hier nichts gegen. La 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 la. Okay, tu deinen Job in Big Boos Burg. Oder tu Luigis Job in Big Boos Burg. Denn darauf läuft es jetzt hinaus. Dann haben wir die ersten 15 Kurse, die ersten 5 von 15 Kursen durch. Das ist unglaublich gut. Ich hätte echt Bock, jetzt noch eine Folge aufzunehmen. Womit ich dann, glaube ich, sogar... Wie viele Folgen habe ich dann aufgenommen heute? Ach, was weiß ich, ist ja unnötig. Solche Kleinigkeiten. Das sind Randinformationen, ja?
So, ja komm, Geisterjäger. Ist eigentlich ganz schnell gemacht. Hier sind zwei Geister. Ach komm, hast mich getroffen. Das ist aber jetzt... Kann ich zwei gleichzeitig umbringen? Yes. Oh, und ich krieg auch zwei Texte. Ja, das ist wundervoll. Text-Cues. Sollte ich mir mal merken. So einfach so eine Queue, also eine Schlange, wie so eine Warteschlange quasi, implementieren und dann einfach sagen, gut, wenn der Charakter kann, dann soll der Text ausgeführt werden. Beziehungsweise, ich will jetzt einfach machen. Wie so eine Kuh am Elektrozaun, weißt du? Dann soll der nächste Text in der Queue ausgeführt werden. Das wäre eigentlich eine ganz interessante Methode, um sowas zu implementieren. Ich glaube, das machen auch viele Spiele so. Oder so Action-Queues einfach. Also so eine Action-Queue, wo dann auch sowas wie das Spawnen eines Sterns passiert. So, komm her, noch einer. Du bist mir ein bisschen zu langsam. Ohne Witz. So. Gott im Himmel, ey. Geister sind so lame. Die haben ja gar nichts drauf. Ich glaube, das Labyrinth wollte ich schon sagen. Die Bücherei machen wir jetzt noch, oder? Ja, doch. Die ist ganz gut machbar. Also, vor allem, weil es sehr kurz ist. Einfach kurz rein. Durch die Bibliothek und ein paar Bücher verstellen. Ja, wundervoll. Das soll so ein Rätsel sein, ist aber machbar. Oh, und ich finde es auch ganz nett, dass der König Bu... Ach da. Dass der Big Bu hier tot bleibt. Wenn man hier einmal rauskommt aus dem Level. Weil man ihn ja schon so gesehen einmal besiegt hat und das macht ja auch Sinn. So, beim nächsten Mal ist dann Big Bu's Burg durch und dann können wir vielleicht Lethal Lava Land noch beenden. Also, ich glaube, im nächsten Part werden wir auch einiges an Level durchkriegen. Ich meine, es fehlt nicht mehr so viel vom Spiel. Es kommen noch harte Level zum Schluss, die ich bestimmt nicht in der Session noch machen werde, aber irgendwann wird es halt der Fall sein. Und dann freuen wir uns. Ich glaube, nicht jeder Let's Player kann von sich behaupten, im, ich glaube, 9. Part fast 80 Sterne gesammelt zu haben, ja. Das sind nicht so viele Let's Plays. Und so ein kurzes Let's Play ist mir auch lieber als so ein elendig langes, ne? Ist immer so eine Sache. Okay, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, tschüss und bye bye. Und du bringst mich nicht um. Ich bring dich um. Komm her.